The Chinese Room. In collaboration with Robert Briscoe. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Dear Esther. Ja, Dear Esther ist ein Spiel, was ich schon seit einer halben Ewigkeit mal Let's Playen wollte. Leider haben mir dazu immer die Möglichkeiten gefehlt. Ich meine damit, ich hatte keinen PC, nur ein iMac rumstehen. Und da lässt sich das leider nicht so wunderbar drauf aufnehmen, aber da ich jetzt mein 1400 € PC hier stehen habe, habe ich mich dazu entschieden, Dear Esther, ja, sozusagen zu zocken. Es ist im Grunde ein Indie-Game, aber auch im Grunde keins. Es ist ja eigentlich kein Spiel. Man läuft sozusagen nur durch eine wirklich sehr wunderschöne Inselwelt. Also auf einer bestimmten Insel, die hier schon bereits im Titelscreen zu sehen ist. Und ich habe echt lange mit den Audioeinstellungen verbracht, damit ich hier noch einigermaßen das Mikro hinbekomme. Ja, was ich noch zur Aufnahmetechnik an sich kurz loswerden möchte. Eigentlich wollte ich es mit Facecam machen, aber ich habe doch letzten Endes nur Programme gefunden, die nicht funktioniert haben. Oder Programme, die Shareware waren, wo man sich dann eine volle Version kaufen hätte müssen, damit sie richtig funktionieren. Und da hatte ich dann einfach keinen Bock drauf, mich damit noch näher zu befassen, und deswegen habe ich es mir geklemmt und nehme das Ganze jetzt natürlich mit Fraps auf. Dafür finde ich aber, dass es mit durchgehend 60 Frames, also ich habe schon mal ein bisschen angezockt und aufgenommen, dass es dafür doch ganz gut läuft. Ja gut, auf jeden Fall steckt hier eine ziemlich komplexe Geschichte hinter, die ich ebenfalls nicht verstanden habe. Die hat eigentlich so ziemlich keiner verstanden. Die Untertitel sind unten zu sehen, auf Englisch. Und bevor ich jetzt hier noch weiter ein langes und breites Intro mache, möchte ich einfach mal anfangen, um euch die ganze Spannung hier nicht direkt wegzunehmen. So, das Spiel ist in 4 Kapitel aufgeteilt. Wir waren natürlich beim ersten Anfang. Damit kann man auch das ganze Spiel durchspielen. Und deswegen, ja, let's go, The Lighthouse. Ja, ich möchte dieses Kapitel spielen. So. Dear Esther, I sometimes feel as if I've given birth to this island. Somewhere between the longitude and latitude, a split opened up. And it beached remotely here. No matter how hard I correlate, it remains a singularity. An alpha point in my life that refuses all hypothesis. I return each time, leaving fresh markers that I hope, in the full glare of my hopelessness, will have blossomed into fresh insight in the interim. So, das war schon mal der Erzähler, der hat hier ein bisschen was erzählt. Ich werde darauf aber nicht näher eingehen. Wenn euch die Story interessiert und ihr Englisch könnt, dann lest euch das gerne durch. Oder guckt euch bei jemand anderem das Spiel nochmal an, der das Ganze auf Deutsch hat, oder einer, der die Story erklärt. Gibt's alles auf YouTube. Ja, und ich muss echt schon sagen, wir sind hier gerade angekommen an einem Leuchtturm mit einem Lighthouse sozusagen direkt dran gebaut. Und die Aussicht hier ist doch einfach nur perfekt. Also, es sieht toll aus. In weiter Ferne ist ein weiterer Turm. Oben mit einem roten, glühenden Etwas. Es könnte ein Signalfeuer sein, es könnte ein Licht sein, wir wissen es nicht. Und ich schaue mir jetzt erstmal dieses kleine Häuschen hier an. Was haben wir denn hier so drin? Ach, da macht er direkt die Taschenlampe an. Siehst du, ich habe doch gesagt, gameplay-technisch gibt es hier nichts zu tun. Man kann hier eigentlich nur alles anschauen und seine eigenen Schlüsse ziehen und dieses Spiel sozusagen genießen. Ja, gut. Dann möchte ich mal den Weg hier reinfinden. Ah, wir sind jetzt schon im Lighthouse und es sieht hier wirklich sehr einladend aus. Vor allen Dingen diese Toilette. Mir wird schlecht. Ich glaube, das hätte ich mir lieber nicht angucken sollen, das Ding. Und es sieht doch ein ganz, ganz kleines bisschen nach der Source Engine aus. Das hat aber auch seine Gründe. Das Spiel wurde ja ursprünglich als eine Modifikation für Half-Life 2 veröffentlicht und das Ganze... Da fliegt gerade eine Mücke durch mein Zimmer. Okay, unnötig. Ja, wir haben ja eh 2 Uhr morgens und ich hatte noch ein bisschen das Fenster auf. Aber kommen wir zurück zum Spiel. Auf jeden Fall war es eine Es war eine Modifikation für das Spiel Half-Life 2, was eigentlich einige von euch mittlerweile kennen sollten. Ja gut, ist ja auch ein paar Jahre raus schon. Ja, und 2012 wurde das Spiel dann von The Chinese Room als eigenständiges Spiel auf Steam veröffentlicht und allgemein auch so zum Download, und seitdem ist das Spiel halt ein bisschen, ja, bewanderter, was die Spieler angeht. So, und ich möchte jetzt hier erstmal hochgucken. Was war das? Habt ihr das gesehen?
Ja, mit hochgehen wird's hier wohl nichts. Tja, ich schätze, wir müssen weiterziehen. Okay. Diese Formel sagt mir irgendwie gerade nicht sehr viel, vor allen Dingen, weil ich in Chemie immer durchgehend fast eine 5 hatte. Einmal hat mir mein lieber Chemielehrer damals sogar eine 5 auf dem Zeugnis gegeben, aber das sind vergangene Zeiten. Ich habe jetzt mein Abitur bestanden und möchte doch einfach nur in Frieden eine Runde Dear Esther zocken. Damit ich den Leuten hier, die diesen Kanal abonniert haben und vielleicht ein paar anderen, die zufällig da hingekommen sind hier, ja, damit ich euch mal ein bisschen was zeigen kann. Und hier unten geht's irgendwo in eine Sackgasse. Ich habe das Spiel schon zweimal durchgespielt, aber ich werde auf gar keinen Fall was spoilern. Ich will jetzt nur nicht in diese Sackgasse laufen und dann wieder zurücklaufen, weil es storytechnisch nicht unbedingt irgendwas hinzufügt, was man bräuchte. Und deswegen gehe ich direkt hier oben lang. Kann auch sein, dass hier oben noch irgendwas war. Ich weiß das nicht. Also, das ist schon einen ganz kleinen Tacken her. Okay. Mit Glück können wir hier rüber. Ach so, okay. Dann war das doch gar keine Schlucht, wo man reinfällt. Und der Zaun sieht mit seinen Stacheln doch auch sehr einladend aus. Die Grafik hätte man Not natürlich only noch. reported the Oh. legend of the hermit, but Okay, how soll the er erst man ausreden? sought solitude in its most pure form. Allegedly, he rode here from the mainland in a boat without a bottom, so all the creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must have been with their chatter. Perhaps now, when all that haunts the ocean is the rubbish dumped from the tankers, he'd find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side, and the cliff opened up to provide him shelter. They say he died of fever 116 years later. The shepherds left gifts for him at the mouth of the cave, but Donnelly records they never claimed to have seen him. I have visited the cave, and I have left my gifts, but like them, I appear to be an unworthy subject of his solitude. Okay, ja, das hört sich doch schon nach einer, boah, ziemlich wendenden Geschichte an. Oh, da wurde was angespült. Was ist denn das? Das scheinen irgendwelche Käfige zu sein oder so. Komisch, was da wohl für Tiere drin gehalten wurden. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und die Grafik ist doch wirklich nur geil. Darauf könnte man sich, okay, wie umschreibe ich dieses billige Klischee, was ich jetzt wieder machen soll, wollte? Darauf kann man sich wunderbar einen Kaffee trinken. So, There was das once a meinte talk ich, of a da kann book man weitergehen, followed muss here, man aber nicht. away Das ist from eine the rage and Sackgasse. the intolerance of the masses. The sea, they said, is too rough for the turbines to stand. They clearly never came here to experience the becalming for themselves. Personally, I would have supported it. Turbines would be a fitting contemporary refuge for a hermit. The revolution and the permanence. Ja, das ist doch schon ein wirklich sehr lyrischer Erzähler. Der ist sehr bedacht, was Stilmittel angeht. Fällt mir direkt auf. Wir hatten ja natürlich auch Deutsch eine ganze Zeit lang und Englisch und da lernt man natürlich ziemlich viele Stilmittel. Es gab auch sogar ein Stilmittel, das hieß irgendwie ohne Matte Puer oder so. Und ich muss echt sagen, aus der Entfernung sah die Textur gerade Donnelly's richtig book had mies not been aus. taken out from the library since 1974. I decided it would never be missed as I slipped it under my coat and avoided the librarian's gaze on the way out. If the subject matter is obscure, the writer's literary style is even more so. It is not the text of a stable or trustworthy reporter. Perhaps it is fitting that my only companion in these last days should be a stolen book written by a dying man. Oh Mann, kleine Sekunde, genießt mal kurz diesen Anblick und ich gebe mir mal kurz einen Schluck von dieser wunderbar köstlich sprudelnden Apfelschorle, die hier steht, weil ich sonst gleich wieder einen Hustenanfall kriege und ihr wahrscheinlich Ohrenkrebs bekommen werdet, wenn ihr das auf voller Lautstärke. Boah. Okay, es ist doch schlimmer, ich muss mal kurz vom Mikro weg und dann richtig schön husten. So. Alter, ey. Ich hatte als Kind mal Asthma, aber zum Glück ist das vorbei. Okay, ich brauche noch einen Schluck, also nee. Ich hasse When das someone immer. had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff,
exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boat, and notice and aid, or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff path died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Boah. Kann doch nicht sein heute, ey. Warum habe ich denn so einen Husten? Boah, ich hoffe nicht, dass jetzt voll viele weggestaltet. Ich hoffe nicht, dass jetzt voll viele weggeschaltet haben wegen dem Husten. Da kann ich echt nichts für. Ich weiß auch nicht. Manchmal wird mein Hals einfach so trocken und dann kann ich einfach nichts machen. Und ich habe trotzdem durchgehend 60. There was no love in the relationship. Donnelly tells me that they had one Bible that was passed around in strict rotation. It was stolen by a visiting monk in 1776, 2 years before the island was abandoned altogether. In the interim, I wonder, did they assign chapter and verse to the stones and grasses, marking the geography with a superimposed significance that they could actually walk the Bible and inhabit its contradiction? So, bevor ich jetzt hier mal völlig verrecke, nehme ich mir kurz eine Minute Zeit und möchte euch mal eben was erzählen. Und zwar habe ich mir vor kurzem, das ist im besonderen Kontext auf dieses Spiel wichtig, ich habe mir vor kurzem zig Videos dazu angeschaut, wie mache ich bessere Let's Plays, Let's Player-Tipps für Anfänger und so andere Videos in dem Stil. Und dazu muss ich jetzt erstmal in erster Linie sagen, es ist eigentlich sinnlos. Ich bin jetzt fast bei 700 Abos angekommen. Und dass ich mir dann noch Anfängertipps angucke, obwohl ich das seit 2 Jahren mache. Ja, warum tue ich das? Ich weiß nicht. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen verarscht. Also nicht, weil ich irgendwie undankbar bin für die ganzen Abos. Aber es kommt irgendwie so wenig Feedback und Kommentare kommen auch wenig und verhältnismäßig schauen sich die Videos wenig Leute an. Deswegen habe ich einfach mal so ein paar Anfängertipps durchgewühlt. Das soll jetzt nicht irgendwie arrogant klingen oder so. Aber da war zum Beispiel ein Tipp dabei, dass man dem Erzähler oder in Cutscenes, dass man nicht dazwischen quatschen soll. Ich habe natürlich keine Möglichkeit, wenn ich hier so einen Dauerhusten habe, mich da komplett rauszuhalten. Deswegen möchte ich mich dafür jetzt in aller Öffentlichkeit hier in diesem Video entschuldigen, dass ich dem Erzähler manchmal reinquatsche. So schnell kann ich allerdings nicht reagieren. Der legt ja immer direkt los. Der lässt sich keine einzige Sekunde Zeit davor, das mal anzukündigen. Und so schnell kann ich, wie gesagt, nicht reagieren. Und deswegen, ja, wird es ein bisschen schwerer, das Ganze so zu gestalten. So, na dann werde ich mal weiterlaufen, bevor ich euch hier noch mit ganz, ganz viel Scheiße vollquatsche, die euch wahrscheinlich gar nicht interessiert. Die meisten haben wahrscheinlich eingeschaltet, um sich mal das Spiel anzuschauen. Ja. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. I find myself increasingly unable to find that point where the hermit ends and Paul and I begin. We are woven into a sodden blanket, stuffed into the bottom of a boat to stop the leak and hold back the ocean. My neck aches from staring up at the aerial. It mirrors the dull throb in my gut where I am sure I've begun to form another stone. In my dreams, it forms into a perfect representation of Lot's wife, head over her shoulder, staring along the motorway at the approaching traffic in a vacuum of fatalistic calm. Und was ich noch loswerden möchte, das Spiel hat wirklich einen der besten Watershader, die mir bekannt sind. Und es ist ein bisschen seltsam, dass obwohl diese Höhle doch noch ganz gut von der wunderbaren Sonne, die hier scheint, auch wenn man sie irgendwie noch nicht gesehen hat,
dass diese Höhle von innen so ein bisschen beleuchtet wird. Ja, warum hat der Typ seine Taschenlampe trotzdem angemacht? Ich verstehe es nicht. So ganz by the way, da fliegt gerade ein Vogel. Ich glaube, das ist eine Möwe, hat man so an diesem komischen Geräusch gerade gehört. Und wenn ich auf den Boden gucke, frage ich mich auch bei diesem Spiel direkt, warum habe ich eigentlich keine Beine? Ich fliege über den Boden, ich bin nur eine Kamera. Ich bin nur eine Kamera. Mehr bin ich nicht wert. Nein, Spaß. Ja gut. Auf jeden Fall war das jetzt so ein kleiner erster Eindruck zu dem Spiel Dear Esther. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, ob das mit den Aufnahmeeinstellungen jetzt soweit okay ist. Das ist mir sehr wichtig für zukünftige Projekte. Eigentlich wurden sich Horrorgames gewünscht. Ich habe mich jetzt für Dear Esther entschieden. Aber Horrorgames werden auch noch im Überfluss kommen. Macht euch keine Sorgen. Das Spiel ist nicht so lang. Es ist erträglich und ziemlich schön. Ja, dann lasst mich vor allen Dingen auch noch eure Meinung zu dem Spiel wissen. Vor allen Dingen die ganzen Leute, die immer so aktiv kommentieren. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und in diesem Sinne, ne, sehen wir uns im zweiten Part wieder. Und ich schaue mir jetzt das Ganze erstmal an, ob die Aufnahme soweit gelungen ist. Also haut's rein und macht euch einen wunderschönen Tag. Euer Ketter sagt Cheerio.